Schön, dass ihr uns wieder in der Zooschule besuchen kommt. Mein Name ist Simone Heuer, ich bin Zooschullehrerin hier im Tierpark Hagenbeck und werde euch heute durch den Tierpark begleiten. Dabei sollt ihr die Tiere aber nicht einfach nur angucken, sondern die richtige Forscherinnen und Forscher ganz genau beobachten. Hier sind wir also bei ganz besonderen Tieren. Ihr könnt sie hinter mir schon sehen. Wisst ihr denn, wie diese Tiere heißen? Kängurus. Super, genau, ganz richtig. Und wisst ihr dann auch, wofür die Kängurus bekannt sind? Dass sie sehr hoch springen können. Genau, es sind sehr gute Springer. Und wofür sie noch bekannt sind, ist, dass sie ihre Babys im Beutel tragen. Könnt ihr denn im Gehege ein Jungtier entdecken? Da hinter dem Bambus. Super, genau, klasse beobachtet. Da seht ihr also ein Jungtier mit seiner Mama. Das Jungtier, das wir gerade sehen, das ist seit seiner Geburt ganz schön gewachsen. Was denkst du denn, wie groß ist so ein Babykänguru, wenn es gerade frisch zur Welt gekommen ist? Zeig es mal mit deinen Händen. Oh, sehr gut. Das sieht ja schon ganz gut aus. Wie groß so ein Känguru-Baby tatsächlich ist, wenn es gerade geboren wurde, das möchte ich euch jetzt zeigen. Ihr dürft natürlich gerne mitmachen. Streck mal deinen Arm aus. Und dann guckst du dir deine Hand an und an deiner Hand genau den kleinen Finger. Da betrachtest du nur mal das obere Fingerglied. So groß ist ein Känguru-Baby, wenn es geboren wird. Das heißt, du trägst immer ein Känguru-Baby mit dir selbst herum. Du hast ja gerade schon so toll gesagt, dass Kängurus dafür bekannt sind, dass sie weit springen können. Das ist ganz richtig. Hier kannst du auch sehen, wie weit sie springen können, an unserer Startbahn entlang. Ein Känguru kann nämlich aus dem Stand heraus, das heißt ohne Anlauf zu nehmen, 6 Meter weit springen. Und ihr dürft jetzt gleich mal testen, ob ihr genauso gut springen könnt wie ein Känguru. Ganz schön anstrengend für uns Menschen, oder? Das habt ihr toll gemacht. Dann wollen wir jetzt mal zu anderen Tieren gehen. Hier sind wir bei den Humboldt-Pinguins. Wie alle Vögel haben auch die Pinguine Federn. Ich habe euch hier mal Pinguinfedern mitgebracht. Wie ihr sehen könnt, sind die sehr klein und sie fühlen sich ganz weich an. Wenn du möchtest, darfst du gerne mal selber fühlen. Möchtest du auch mal fühlen? Fühlt es sich an? Sie sind auch sehr glatt. Wenn du auch mal testen willst, wie schwer so ein Pinguinei ist oder wie sich die Federn anfühlen und du wissen möchtest, was ich sonst noch so Tolles in meiner Tasche habe, dann komme gern mit deiner Klasse oder deinen Freunden zu uns in die Zooschule. Wir warten jetzt gleich mal los zu unserer nächsten Station und ich freue mich schon sehr auf deinen Besuch bei uns im Tierpark Hagenbeck und in der Zooschule. Tschüss! Dann geht's mal los, meine Pinguine. Macht euch bereit.